Hoş geldiniz bei Kfz.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den SLK. Was habe ich mit dem SLK gemacht? Und wer ist das? Das ist mein Bruder, Ibi. Ibi, wie geht's dir? Mir geht's gut, Nordi. Und wie ist dir? Geile Mütze. Weiß ich. Ich habe den SLK an meinen Bruder verkauft. Natürlich habe ich ein Freundschaftsangebot gemacht. Und jetzt hat er mich angezeigt. Genau. Er hat gesagt, das wäre ein unfallfreier Wagen. Und dann war ich beim DEKRA-Gutachten. Und die haben natürlich gesagt, der wäre voll Unfallfahrzeug. Und jetzt sehen wir uns vor Gericht. Autohandel ist scheiße. Ich habe auch noch 500.000 Schulden. Achso, Motorschaden hat der auch, weil ich die Zündkabel rausgeholt habe. Richtig. Getriebeschaden noch? Getriebeschaden auch. Und also, der verbraucht total viel Benzin. Das wurde auch nicht gesagt. Ach ja, habe ich auch vergessen zu sagen. Oh, vom Werk aus. Das ist vom Werk aus so. Aber mein Anwalt hat gesagt, ich soll dich trotzdem verklagen. Ja, ich hab Rechtsschutz. Alles gut. Kannst du machen. Aber erzähl, was machen wir heute? Der Mercedes ist ja soweit wirklich ganz gut. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ah, sag bloß. Ja. Ist alles neu. Nein, es fehlen halt so Kleinigkeiten. Ich war bei Mercedes und ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese ganzen Klipse bei Mercedes kosten. Sie kosten teilweise von 6 Euro das günstigste bis 13 Euro das teuerste. Was und denn? Davon braucht ihr Klipse. Diese ganzen welche meinst du aber? Hier vom Zeig Kofferraum doch. Zum Beispiel. Ne? Ja. Diese Klipse, die brechen ja immer. Ja. Da zahlt ihr das pro Stück 6 Euro. Ich habe jetzt 6 Euro genau, pro Stück. Und ich habe jetzt bei eBay, bei eBay so einen Satz gekauft. Das sind sogar die Originalklipse. Da haben gekostet 20 Stück 10 Euro. Ja? Und dann bezahlt ihr für diese Klipse hier, kann ich euch auch mal zeigen, das Stück 8 Euro. Das sind so Schraubklipse. 8 Euro. 8 Euro das Clips. Jetzt habe ich bei Amazon so einen ganzen Set, da sind 100 Stück drin, verschiedene Klipse für 9 Euro mit Clipsentferner gekauft. Habe ich auch gekauft mal. Ja, ja. Aber die haben nicht gepasst. Ja, weiß ich nicht, aber da sind verschiedene Größen drauf. Ich habe aber den hier, ne? Den können wir mal ausprobieren. Ja, ja, da sind verschiedene Größen drauf. Ich hoffe, dass ich das damit hinkriege. Ja. Ansonsten, es fehlen ein paar Verkleidungsteile, die habe ich gekauft, gebraucht natürlich, weil ihr bei Mercedes kaum Teile für dieses Auto kriegt. Ja. Das ist wirklich Dings. Und allein der Mercedes-Stern hat mich 40 Euro gekostet. Ah, den hast du auch geholt? Den habe ich aber nagelneu gekauft. Den hast du nagelneu gekauft, genau. Da ist er. Jetzt weiß aber, was mit den Nebelscheinwerfern? Den habe ich auch nicht gehabt. Ja, die Nebelscheinwerfer kosten das Stück 160 Euro. Das ist Bombe. Ja. Plus nochmal 60 Euro pro Verkleidungsteil. Verkleidung also, brauchst du ja nicht. Ja, aber doch, das ist auch dieser Rahmen, wo diese Nebelscheinwerfer reinkommen. Sicher? Aber warte mal, das ist aber AMG, hast du auch gesagt? Ja, AMG. AMG, genau. Ne? Aber für die erste Vision, mit den runden Scheinwerfern. Nee, diese eckigen sind das. Nein, das ist falsch. Oh, dann. Du hast runde. Darum habe ich auch gesagt, boah, er ist so günstig. Weil im Internet habe ich selber gefunden für 500 Euro. Okay. Gebrauchte. Ja, ja, ja. Ne? Und deswegen, er hat gesagt, das ist doch günstig. Also hast du es nicht bestellt, hoffentlich. Nein, habe ich nicht bestellt, weil ich noch die Option habe, dass ich es vielleicht gebraucht kriege. Aber da muss ich nochmal hinfahren und mit dem Kollegen sprechen. Der hat gesagt, der musste die Stoßstange sehen, dann wüsste ich, ob er die hat oder nicht hat. Voll hoch machen, weil mein Bruder genau. Mag es nicht so tief. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich fahre viel Stadtverkehr, wenn ich Hausbesuche mache und so weiter. Und jedes Mal, wenn der dann aufsitzt, ist das kein schönes Gefühl. Deswegen habe ich den hochmachen. Aber der fährt sich gut. Ja. Ich sehe schon, Arzt im Dienst. Das Einzige, was halt ist, diese Spureinstellung. Sobald er irgendeine Rille sieht, will er unbedingt in diese Rille reinlaufen und er zieht richtig extrem am Lenkrad. Aber das ist ganz normal, weil die Spur einfach nicht stimmt, funktioniert und das machen wir jetzt, ne? Genau. Aber dein Kaffee ist da. Diese mysteriösen Geräusche ab 110, die habe ich immer noch nicht gefunden. Das ist der Auspuff. Das ist also der. Er sagt Auspuff. Er hat dann eine Resonanzschwingung, dann macht drrrr, man merkt halt immer, wie der Auspuff so schwingt und gegen die Karosserie schlägt. Also meiner Meinung nach. Bist du sicher? Also nicht genau. Also nein, ich habe mehr das Gefühl, einfach. Nein, das ist wirklich ab 110 ist es so, dann fängt er an zu schwingen. Und aber sobald du Last wegnimmst, hört er auf. Und dann wieder Gas geht. Aber genau wie? Nein. Zwischendurch mal. Nein, bei mir hat es gemacht. Ja, genau. Aber bei dir macht es. Ja, aber das hat sich verändert. Das ist am Anfang. Also Geräusche entwickeln sich weiter. Manchmal ist es gar nicht da und manchmal fängt es an. Also das ist lastabhängig, wirklich. Ist, weißt du, Bruder, hier, ich nehme mich auf den Arm, macht doch Spaß. Bester Mann. So, ich hole deinen Kaffee. Ali, wie hast du denn da geparkt hier? Hallo? Du weißt, heute hast du ein bisschen das Doppelte, ne? Ich mach dafür eine rektale Untersuchung, Nordi. Also, ich hab heute auch Angebot. Ich meinte, für dich umsonst. Kannst du mal bitte wegfahren da? Ja, ich fahr raus. Bitte, ja? Ja? Fahr raus, ich fahr da rein und dann fährst du da drauf.
Mein Bruder schnallt sich sogar an, wenn er das Auto umparkt hier. Bester Mann. Und er fährt jetzt auf die Bühne. Ich wollte doch auf die Bühne. Ich werde mich auf jeden Fall von mehreren Projekten trennen. Eins davon ist der Kompakt, unser Kompressor. Den will ich verkaufen. Höchstwahrscheinlich als Drifter, ein paar Sachen kommen weg. Phaeton wird jetzt fertig gemacht. Den will ich direkt verkaufen, auch dieses Jahr noch. Weil ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf den. Weil ich brauche Platz. Ich brauche Platz, 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 Platz. Weil wir müssen die Werkstatt für nächstes Jahr komplett umbauen. Ich habe immer Projekte gekauft mit der ganzen Kohle. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich die ganzen Projekte verkaufe und das ganze Geld in die Werkstatt investiere. Weil das habe ich ein bisschen vernachlässigt, die Jahre. Okay, jetzt anbremsen, P. P auch anbremsen, Sie ausmachen. Schlüssel drinnen lassen, bitte. Du weißt ja, dass ich am Motorrad anschraube und deswegen habe ich immer so eine Stirnlampe. Verstehst du? Das ist ja auch, wenn die Ärzte was machen. Ne? Genau. Aber jetzt eine Frage, was ist das denn, Farbe? Was? Was ist das? Ach, du hast hinten noch was. Ja klar, da ist die Batterie. Wo hast du hinten noch was? Da ist die Batterie, mein Freund. Gibt es die nicht nur so? Nee, die gibt es nicht so. Von wann ist das? Ja, 1500 noch? Die hält die Batterie fast eine ganze Woche. Aber das ist eine Autobatterie, die auf deinem Kopf ist. Ich weiß. Die wird auch schön warm, Sonny. Das glaube ich dir. Oder wenn er erhitzt, so, weißt du? Du frierst nicht auf dem Kopf, wenn das dein an hast. Aber du kannst damit das super arbeiten. So, weißt du, so arbeitet er. Ja. Die Dichtungen kannst du ja nicht mehr kaufen, ne? Nee, kannst du nicht mehr. Aber mir hat ein SLK-Mensch gesagt, die SLK-Mensch? Wie sieht ein SLK-Mensch aus? Ja, der nur SLKs macht. Die kleben das zu, machen Karosseriedichtmasse drauf. Ja. Und das war's dann. Und wie holst du das wieder ab? Wenn du es abmachst, musst du warm machen. Ja. Du weißt, dass so ein Schweller sehr teuer ist? Ich weiß. Der lässt sich gut fahren, bis auf dieses Ziehen des Lenkrads. Ich glaube auch, dass der Lenkungsdämpfer kaputt ist. Lenkungsdämpfer ist nicht kaputt. Wenn die Spur nicht stimmt, dann stimmt Lenkwinkel auch nicht. Ja. Oh, sieht man dich. Aber ansonsten macht das wirklich Spaß, damit zu fahren. Ja, das ist schön. Nicht zu kaputt, so dass man... Was? Nicht zu kaputt. Hallo? Nein, das ist wirklich ein guter Zustand. Denkst du, wie YouTuber verarschen oder was? Nein. So. Obwohl... Von meinem Anwalt hörst du noch, ne? Von deinem Anwalt höre ich dann. Hier müssen wir alle auf, was haben wir? 17 zu, 18 zu, 17 zu. Hier müssen wir alles auf 17 machen. Wie geht das? Hä? Wie geht das? Die müssen wir einmal hier aufmachen, auf 17 bringen und dann wieder zumachen. Wie hast du das hingemacht? Achso, Knopf drücken. Nein. Einfach drücken. Ah, okay. Hier einfach lockern, das war's. Okay, ja, jo. Gecheckt. Ja. So, wir machen das jetzt ganz schnell dran. Und dann werden wir den einmal einstellen, gucken, wie der verstellt ist. Und danach werden wir eine Probefahrt machen, mal gucken, was mein Bruder sagt. So, Abi, du siehst. Siehst du? Kaputt. Hat er gesagt. 1 Grad. Wir haben die Black Week Woche. Gib dir 20% auf die Hafenrundfahrt. Das machst du bitte einmal drauf. Jo. Wasserwaage. Und dann guckst du, wie gerade der ist. Ja, mach's erstmal mittig. Aber ohne dich reinzusetzen, bitte. Ohne mich reinzusetzen. Ja, ich weiß, es wird schwer bei dir. Aber ich hoffe, du kommst da dran. So, jetzt wäre genau mittig. Okay. Und die Lampe wird schon warm, weil mein Kopf warm wird. Das ist gerade? Also sag mir gleich nicht, es ist nicht gerade. Warte, lass mich nochmal gucken. Weil korrigieren gibt's nicht mehr. Gar nicht drauf achten, weil wir haben Tieferlegung. Ne, das heißt, du wirst immer einen Knick hinten haben. Naja, klär das mit meinem Anwalt. Nicht, weil wir nur einen Unfall haben, warum nur 3 Grad oder so. Und die, du siehst, 1,5 Grad verstellt und der zieht nach links, hast du gesagt? Der oder zieht rechts? Dir, sobald du eine Spur da hast, schwimmt er. Genau, weil hier 1,5 Grad und hier haben wir 0,12, das ist eigentlich noch ein Toleranzbereich. Aber natürlich ist das krass. Das können wir auch nicht viel machen. Das werden wir auch so lassen erstmal, wir gucken. Ansonsten versuchen wir beide Stellen gerade zu machen. Das heißt, dass wir vielleicht einen Querlenker lösen und gucken, ob wir den auch gerade rücken können. Kommst du da so dran? Ich komme so dran. Doch, Noni, guck mal, das Ding muss neu. Ist doch völlig durchgerostet. Aber das sieht nur so aus. Also bitte, tu mir den Gefallen. Wir machen die Spureinstellung und dann kannst du sehen. Und wenn du es neu machen willst, kannst du es eh machen. Ich bezahle es ja nicht. So, Abe. Jo. Das lockern und das lockern und das lockern. Mit dem Fingern? Naja, kannst du mal probieren. Wir haben jetzt alles locker gemacht. Und jetzt mach ich mal ein Lichtschwert an und dann kannst du zack. Siehst du? Ja, perfekt.
Wisst ihr doch, dass wir den irgendwo reinbringen. So, Arne? Ja. Du weißt nur, du darfst nicht zu viel machen, sonst haben wir den Wein auf dem Kopf. Warte. Ich muss mal ein bisschen lockern. Ja, okay. Versuchen wir mal ein bisschen. Okay. Wow. Ich bin noch lebend hier rausgekommen. Soll ich festziehen? Mach mal. Wenn du meinem Bruder eine Bühne gibst, also der ist seit einer Stunde da dran und macht da irgendwas. Und dann sagt der, Jonas, er hat eine gute Basis, überhaupt keinen Rost. Ach, boah. Ich hab gesagt, nicht so viel Rost. Er hat überhaupt keinen Rost, Kollege. Über 20 Jahre ist das gutes. Aha. Ding. Also wäre cool, wenn wir heute noch Feierabend haben könnten. Ja. Spur ist eingestellt. Okay, wann schauen wir nach dem Fehler? Ich mach das Lichtschwert wieder aus. Ja, mach mal aus. Also, Leute, wenn euch das interessiert, meinem Bruder den Fehler zu suchen mit 110 km/h. Aber ich fahre jetzt aber eine Runde. Guck wir fahren jetzt eine Runde, ja. Also ich habe jetzt noch einen Gummi befestigt vom Auspuff. Ja. Aber ich habe den Fehler gefunden, wo das schlägt. Ja. Doch. Trust me. Hast du es dann behoben jetzt? Ja, ich habe jetzt ein Gummi, was nicht dran war. Wenn wir jetzt 110 fahren, ja, dann müsste das weg sein? Diese eine Gummi ist ausgeschlagen, den müssen wir komplett neu machen. Black Week Woche, sage ich nur. Ey, das heißt, wenn wir jetzt 110 fahren, ist weg. Oder was meinst du jetzt? Ich weiß es nicht. Also, sollen wir ausprobieren? Wir probieren es aus. Aber deutlich besser wird es sein. Und was kann dann da besser sein? Um Döner. Um Döner, habt ihr mitgekriegt. Alles Döner, klar. Döner macht schöner. Kannst du nochmal sagen, was du gesagt hast? Ich finde dieses Auto sehr geil. Ja, ich meine. Und wann kriege ich meinen Anwaltbrief? Der ist schon unterwegs. Der ist schon unterwegs. Wegen böswilliger Unterschlagung von Unfallschäden. Ja. Wann kriege ich mein Geld? Welches Geld? Welcher Unfall? Ich habe dir doch einen Döner gekauft. Nee, einen Döner hast du mir noch nicht gekauft. Guck, kaufst du mir. Guck, Moni. Hörst du? Aber das macht er bei 110. Pass auf, Alter. Das macht er schon in. Wir haben gewettet. Ich fahr das wir haben gewettet. Schon seit einem Monat. Wir haben gewettet. Ey. Du Narke. 110. Ey, hier, wohin? Achso. Gut, dass die Bremsen neu sind und vom Meile. Wie sind die Bremsen alle? Geil. Wie ist alle Gelenkteile und so, obwohl auch er tiefer Blecht ist? Beste Zeit, einen Döner zu essen. Jawohl. Ja? Deswegen, jetzt wollen wir mal sehen, ob bei 110 immer noch diese Geräusche sind. Mein Bruder meint ja, die Geräusche sind weg. Und Arne, ich sehe schon, du hast sehr viele Wegglocken, genau. Das ist das Rennen. Oder was? Renner in unserer Praxis. Renner in eurer Praxis. Oh. Ja, aber das ist trotzdem da. Glaub es mir. Ich steck gleich einen Lappen da rein und dann ist es weg. Ist mir egal, jetzt gehen wir erstmal Döner essen. Das ist nicht Auspuff. Doch, das ist Auspuff. Nein, Mann, das ist nicht Auspuff. Alter, wetten? Komm, warte mal, was wetten? Muss man erstmal meinen Döner zahlen? Ja. Dann. Es ist sogar schlimmer geworden. Ja, weil ich das Gummi dran gemacht habe. Das steckt genau an diese Querstrebe. Macht's nicht. Ehrlich, zu schnell fahren. Also, liebe SLK-Fahrer, schreibt das mal in die Kommentare. Guck mal, jetzt ist es weg. Jetzt ist die Resonanzschwingung weg. Verstehst du? Ja, aber soll jetzt mehr Schwingung haben? Nein. Jetzt ist er praktisch stabil. Sobald du in diese Resonanzschwingung kommst, ja, dann fängt er an. Okay. Siehst du? Weg. Wir fahren gerade mal 150. 160 fahren wir. Aber traurig, jetzt darfst du nicht mehr so schnell fahren. Warum? Weil 100 ist. Achso. Also warum? Weil 100 ist. Manchmal frage ich mich, wie ihr Arzt geworden ist hier. Hallo? Studium. Erste Mal 160 beschleunigt. Stimmt. Ich hätte eben noch nicht auf 160. Warum mit mir? Weil du denkst, er repariert das sofort oder was? So, aber ich kenne einen sehr guten Dönerladen. Einfach geradeaus fahren. Richtung Bochum oder Richtung Bochum? Einfach geradeaus. Danke für den Döner. Bitte, mein Bruder. Und für unsere Erotik-Fanta, die er gesagt hat. Zweimal Erotik. Ich dachte, der hat uns für gay gehalten. Also, die kommen vom falschen Ufer. Ne, geben dir mal hier Erotik. Du sagst ja Auspuff. Ich sag Auspuff. Ich sag, es ist nicht der Auspuff. Aber wenn du willst, lass uns doch einfach mal beim nächsten Mal zusammen
nach diesem Fehler suchen. Okay, machen wir. Okay, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war echt mal so. Ich habe den, man kann es sagen, den billigsten SLK Deutschlands verkauft. Richtig. Ja. Für den Döner, ist ja klar. Hey, und Fanta Erotik. Oh, Fanta Erotik habe ich vergessen. Und Pommes. Ja, Pommes. Den teilen wir aber. Den teilen wir, genau. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal liken und Ibi. Noni. In den Kommentaren beleidigen. Ich meinte, Dings nicht beleidigen. Und denkt an die Black Week Woche. Black Week Woche bei Ibi. Praxis Prävention. Kann ich unten verlinken. Wer drauf steht, kann ja vorbeikommen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.